Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Wir sind jetzt hier in so einer komischen brennenden Halle gelandet. Und ich fürchte, wir müssen uns irgendwie ein bisschen beeilen. Bestimmt gibt es jetzt gleich wieder eine kleine Verfolgung oder sowas. Oh, wer ist das? I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Okay. Schalte das die Springer, um das Feuer zu löschen. Warum? Wir sollen es doch brennen lassen, sonst wird er nachher noch böse. Oh. Das wäre gar nicht lang. Aber er hat doch recht. Ich hätte es auch brennen lassen. Achso, unten durch wahrscheinlich. Warum können wir es nicht brennen lassen? Ist das hier alles ein Rad? Okay. Ah, wir lesen jetzt erstmal die Notiz. Lass es brennen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesen Ort bleiben zu müssen. Vielleicht ist es ja dieser... Na, wie hieß er jetzt gleich noch? Annapurna? Könnte doch sein. So. Schön, wie es regnet. Sehr gemütlich und idyllisch. Und dazu das Knistern des Feuers. Okay, da geht's auch nicht lang. Dann schauen wir mal hier, ob es hier durch die Küche geht. Ach, wir sollen ja erstmal die Sprenkleranlage anmachen. Es speichert. Ich mag es, wenn es speichert. Ah, die ganzen Betten kann man sich nicht verstecken. Das ist wahrscheinlich die Sprenkleranlage. Und dann ist er sauer auf mich, weil ich das getan habe. Öffne zuerst die zwei Ventile. Wo ist denn noch ein zweites? Ja, los. Ach so, zuerst. Okay, ich hab's verstanden. Da hängt jemand. Ach, scheiße. Schrank, Schrank. Wie schön, dass hier ein Schrank steht. Mensch, wieso kommt denn da jetzt schon wieder jemand? Das ist ja schon wieder fast das gleiche wie in der Kanalisation, wo ich auch die zwei Ventile machen musste und da immer einer rumlief. Na, kommt er jetzt? Mensch, ich fühle mich irgendwie total entspannt noch. Ach ja, schön mal wieder im Schrank zu sein, war schon lange nicht mehr. Na, kommt er jetzt oder wo geht er hin? Von mir aus kann er abhauen, dann können wir schnell die Ventile machen. Na, ich werde bestimmt sowieso die Orientierung wieder verlieren. Und dann wieder dieses Hauptventil suchen müssen. Aber umso länger wir hier warten, umso schneller brennt das ja eigentlich ab. Na, was ist nun? Kann ich raus? Bin mir nicht so sicher. Es hat ja gespeichert. Ich höre doch was. Aber ich habe ja auch das Talent, genau im falschen Moment wieder rauszukommen und ihn dann genau in die Arme zu laufen. Ach komm, wir gehen jetzt raus. Mag nicht so lange warten jetzt. Vielleicht läuft er ja auch nur davor immer rum.
So wie da. Na, geh wieder weg. Du kommst bestimmt nicht hierher. Sag ich doch. Ja, wie kommen wir denn nun an den vorbei? Ne, komm, wir gucken noch mal ein bisschen. Damit ich das ein bisschen abschätzen kann. Okay, doof, wenn er jetzt von der anderen Seite kommt. Aber ich glaube, von der anderen Seite ging das gar nicht, oder? Oder? Ne, da war alles zu. Gut. Vielleicht steht er da jetzt auch nur so blöd rum und wartet, dass wir vorbeilaufen. Das ist natürlich auch nicht ganz so toll. Ja, mal schauen, wie viel Zeit haben wir denn? Das war ja jetzt schon eine ganze Menge Zeit. Aber wenn ich jetzt loslaufe, bin ich 100% sicher, dass wir ihn in die Arme laufen. Könnte ich schon fast mit wetten. Naja, dann warten wir noch mal ein klein bisschen. Schön, dass die Aufnahme in HD ist. Mensch, ich nehme schon 2 Stunden auf. Ich glaube, ich kann das mal ein bisschen sein lassen hier. Moment zumindest. Ich weiß ja nicht, ob die Kamera generell irgendwann mal leer ist von der Batterie her. Keine Ahnung. Ja, das dauert ganz schön lange, bis er kommt. Vielleicht haben wir denn genug Zeit. Obwohl ich wirklich glaube, wenn wir da vorbeilaufen, dann kommt auf einmal diese Mega-Musik und dann müssen wir flüchten. Wo ist er denn jetzt? Komm raus. Ich wollte dich nochmal filmen. Da ist er. Oh, oh, kommt er jetzt hierher? Nee, kommt er nicht. Ach, siehst du, das ist wieder so einer. Ein Grinsender. Hallo. Ich wollte gerade sagen, er kommt her. Okay, jetzt geht er da raus. Ach, wir müssen bestimmt gleich wieder laufen. Ah! Oh, Scheiße! Scheiße! Ein Schrank, ein Schrank! Ich muss die Batterie wechseln. Oh mein Gott. Ich nehme das mit Ihnen ganz relaxed zurück. Wusste ja nicht, dass er da um die Ecke kommt. Oh Gott, sein Herz schlägt. Und ich höre ihn noch atmen. Beruhige dich, beruhige dich. Okay, sein Herz wird ein bisschen langsamer, das ist schon mal gut. Aber ich weiß nicht, wo dieser komische Typ jetzt ist. Ich glaube, wir können wieder rauskommen, oder? Noch ein Schrank, falls er jetzt wiederkommt. Ach, hier sind ganz viele Schränke. Kann mich hier hinter bestimmt auch verstecken. Ruhig stehen bleiben. Ruhig, ruhig. Er geht wieder.
Mann, der ist ja scheiße. Gibt es hier denn noch was? Nein, es gibt hier nichts. Verdammt! Wir sind weg! Du kannst wieder gehen! Ich wollte gucken, was da an der Tür steht. Sprinklerventil oder so. Okay, dann müssen wir dahin. Mal gucken, wie lange er braucht, um... Ja, mach noch lauter die Tür zu. Ab in den Schrank. Kann natürlich sein, dass er das gar nicht mitbekommen hat. Na, was ist nun? Kommt er oder nicht? Ich hoffe mal nicht. Ups. Ach, hier ist nur eine Wand. Scheiße. Wie soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen? Nochmal ins Dunkle laufen hier. Da kommt er wieder. Es wäre toll, wenn ich mal eine Karte oder so hätte. Jetzt geht er wieder. Da um die Ecke geht er. Ach, wie soll ich denn hier rauskommen? Ich kann mal gucken, ob ich mich hier in der dunklen Ecke verstecken kann. War doch gerade irgendwie... Hocken wir uns einmal hin. Ach, hier ist ein Schrank. Den habe ich natürlich gar nicht gesehen jetzt. Gut. Ah, haben wir da schon mal einen Schrank gefunden? Ich weiß trotzdem nicht, wie wir das nun machen sollen. Ich sehe hier auch sehr wenig. Ich nehme es schon 2 Stunden auf. Da ist er. Und wieder sind es 2 Ventile. Immer sind es 2 Ventile. Reicht nicht mal 1? So, wo geht er nun hin? Scheiße, scheiße, scheiße. Hat er bestimmt gesehen. Ja, hat er gesehen. Lass mich! Hey! Lauf, Miles. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich überhaupt lang muss oder so. Ich glaube, ich bin jetzt wieder in diesen Büroräumen hier. Okay, aber ich bin erstmal in Sicherheit. Wo ist das 2. Ventil? Das ist jetzt die Frage. Ich höre ihn atmen. Ventil, wo bist du? Oh, und sein Herz schlägt wieder wie verrückt. Mann, aber ich bleibe gut ruhig, also. Vielleicht muss er sich auch erstmal ein bisschen regenerieren. Ich brauche die Kamera aber gleich fürs Licht. Ach ja. Aber es ist schöner, sich im Schrank zu verstecken, als unter den Betten. Kann ich raus?
Na, dann kommt doch hier bestimmt gleich wieder. Angst. Und ich sehe nichts. Und ich verplemper meine Batterie wieder. Scheiße. Ich höre ihn. Ich höre ihn, aber ich sehe nichts. Ganz ruhig bleiben. Er geht wieder. Bleibt er noch mal stehen? Hört sich an, als wenn er stehen geblieben ist. Er sollte sich jetzt eigentlich wieder hinstellen. Warum stellt er sich nicht wieder hin? Ach, jetzt stellt er sich wieder hin. Da war er. Kann man vielleicht noch in eine andere Richtung irgendwo? Ein anderes Ventil? Bestimmt nicht, ne? Ne, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist noch irgendwo da. Scheiße, Mann. Die Batterie ist schon wieder leer. Ich verbrauche schon wieder viel zu viel Batterie hier. Oh. Da steht er doch noch. Nee, sieht nur so aus. Geh weg. Geh weg. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich schon wieder hier. Aber hier ist ja nichts weiter. Ja, jetzt muss ich mich nochmal verstecken. Jetzt kommt er ja wieder. Mann, wo ist das zweite Ventil? Ich muss einen Cut machen. Wo ist das zweite Ventil? Schalte den ja. Anlage einschalten. Bis ich hier fertig bin, ist das ganze Haus abgebrannt. So, ich glaube, jetzt kommt er wieder. Mann, ich habe keine Ahnung, wo das zweite Ventil ist. Es ist bestimmt wieder irgendwo eine einzige Tür, die ich übersehen habe, weil ich immer wieder vorhin weglaufen muss. Ich höre ihn doch. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich komme jetzt einfach raus. Geduckt. Hier ist wirklich nichts, okay.
solltest da rüberspringen und dich dann nochmal ducken. Weil er kommt jetzt gleich. Ach ja, wie schön. Mann, ich weiß auch nicht, wo lang. Das ist ein bisschen doof. Warten wir einfach mal ein bisschen ab hier. Und ich mal wieder meine ganzen Batterien verbrauche. Bis ich sterbe bestimmt. Und dann habe ich die Batterien wieder. Der macht eine echt große Runde. Aber ich traue mich nicht weiter. Ich hätte gerne so einen kleinen Wegweiser. Ja, schöne Bilder hier. Schöne Bilder. Da ist er ja. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt geh wieder, damit ich weiter kann. Scheiße, er hat mich gesehen. Scheiße, wie kann das denn sein? Steh auf, steh auf. Scheiße, Mann. Ja, jetzt laufe ich wieder hier rein. Hier war ich doch schon mal. Oh, fuck, das hat er auch gesehen. Fuck, fuck, fuck. Bitte. Tu mir nicht weh. Steh auf. Fuck, fuck, fuck. Jetzt laufe ich im Kreis. Ah. Nein! Ja, hier bin ich sicher. Hier kommt er nicht durch. Hier kommt er doch durch! Hier kommt er nicht durch. Alter. Du bist echt blöd. Also, nicht blöd im Sinne von schlau. Sondern einfach nur so blöd. Ach, Feuer. Mann, gibt's denn nicht das Ventil auf der anderen Seite? Ich weiß nicht, wo lang. Komm ich von hier? War ich hier schon? Ich komme einfach nicht weiter. Ja, Batterie ist gleich leer. Wäre jetzt schön, wenn ich hier eine neue finden würde. Was ich aber nicht tue. Scheiße, wir müssen tatsächlich da weiter bei denen irgendwie lang. Ganz unvorteilhaft. Ganz unvorteilhaft. Ja, Batterie ist leer. Oh! Es leckte gerade. Oh mein Gott. Lecken ist auch sehr unvorteilhaft. Muss ich vielleicht nur ein Ventil machen? Ach, öffne zuerst die zwei Ventile. Scheiße. Jetzt kommt er doch schon wieder. Da ist er. Aber er geht wieder, okay. Ne, er steht erstmal.
Er leckt wohl auch ein bisschen. Ja, ich könnte eigentlich einen Cut machen hier, aber ich glaube, da muss ich wieder das erste Ventil suchen und das ist doof. Also gehen wir erstmal weiter hier. Ach ja, geh weg. Mensch, zweites Ventil, wo könntest du sein? Er ist schon weg. Wir laufen einfach. Und schon wieder bin ich hier. Das ist echt ein bisschen doof. Eigentlich lege ich es gerade voll drauf an zu sterben, habe ich so das Gefühl. Meine Batterien sind gleich leer. Mann, ist hier noch eine Tür? Ein Ventil? Ich weiß nicht, wo das blöde zweite Ventil ist. Ganz locker bleiben. Miles, ganz locker bleiben. Hier ist doch nur ein Ventil, oder? Oder ist hier noch ein zweites dran? Nee. War ja klar, dass sie wieder verteilt sind. Scheiße! Hat er gesehen, hat er gesehen. Sag ich doch. Und jetzt bin ich tot. Okay, ich bin noch nicht tot. Doch, ich bin tot. Verdammt! Okay, dann mache ich jetzt hier doch einen Cut und wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Vielleicht habe ich dann ja rausgefunden, wo das zweite Ventil ist. Wo bin ich nun? Ja, ich muss das erste Ventil jetzt finden, ne? Ist natürlich doof. Okay, also sag ich jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. So, ich bringe mich erstmal in Sicherheit hier. Damit ich dann wieder gut starten kann. Bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.